Neben mir steht Professor Sauter. Wir haben uns hier auf der Didakta getroffen. Der Herr Professor Sauter hat mir soeben kurz berichtet, dass er bei dem Rundgang über die Messe so überhaupt keinen Hinweis auf Kompetenzen gefunden hat. Herr Professor Sauter, was stört Sie daran? Mich stört daran, dass wir letztendlich ja als Ziel in der betrieblichen Bildung erreichen möchten, dass die Lerner, die Mitarbeiter und Führungskräfte ihre Handlungsfähigkeiten im Alltag, im Führungsalltag, beim Gespräch mit Kunden, dass sie diese Fähigkeiten steigern. Wenn ich aber hier die Präsentationen sowohl in den Foren, aber auch auf den Ständen auf mich wirken lasse, dann geht es praktisch permanent darum, wie kann ich Produktwissen vermitteln, wie kann ich Wissen über fremde Kulturen vermitteln, nicht Umgang mit fremden Kulturen, sondern Wissen mit fremden Kulturen. Und diese reine Wissensvermittlung steht so im Vordergrund. Natürlich ist die Wissensvermittlung eine notwendige Voraussetzung, um diese Kompetenzen im Alltag, am Arbeitsplatz zu fördern, aber nicht mehr. Und mir fehlen hier schlicht und einfach die Konzeptionen, die Überlegungen, die Ideen, die Anregungen. Wie kann ich Lernräume schaffen, sodass meine Mitarbeiter und Führungskräfte tatsächlich ihre Kompetenzen im Alltag aufbauen können? Das taucht hier überhaupt nicht auf. Und das wird auch dadurch verstärkt, wenn ich so über die Stände gehe, es dominieren die technischen Lösungen. Irgendwelche Whiteboards, interaktiv mit allen tollen Möglichkeiten oder Videotools und. Aber die Lernkonzepte, die sind irgendwo in den Hintergrund gerückt. Und das betrifft sicherlich nicht bloß das betriebliche Training, das betrifft auch die schulische Ausbildung. Haben Sie auch den Eindruck beim Rundgang, dass dort das Thema Kompetenzen auch nicht so richtig thematisiert wird? Es ist so, dass die Schulen und auch die Hochschulen natürlich ständig über Kompetenzen reden, weil Bologna und so weiter Kompetenzen und auch PISA fordern. Leider nutzen sie einen Kompetenzbegriff, der mit dem, den wir in der betrieblichen Bildung nutzen, kaum was zu tun hat. Während wir in der betrieblichen Bildung Kompetenzen als die Fähigkeit verstehen, Problemstellungen, Herausforderungen am Arbeitsplatz lösen zu können, und zwar selbstorganisiert und kreativ, definieren die Schulen und die Hochschulen Kompetenzen als Wissen, vielleicht auch noch als Fertigkeiten. Dass das natürlich sehr viel einfacher darstellbar ist und auch leichter zu messen ist, leuchtet mir ein. Das ist ja mit Sicherheit auch ein Grund dafür, warum sich die PISA-Verantwortlichen dafür entschieden haben, Kompetenzen mit einem ganz engen Begriff zu bezeichnen oder mit einer ganz engen Definition hier zu gestalten, wo man eigentlich nur noch von Kompetenzen reden kann, wenn man gleichzeitig auch rot wird dabei. Oh ja, ist Ihnen ein Beispiel bekannt von einem Unternehmen, das schon so ein bisschen in Richtung Kompetenzen, wie Sie sie verstehen, auch wirklich ausbildet? Ja, ich kenne einige Unternehmen. Also in letzter Zeit ist ja in der Presse sehr stark das Projekt von Adidas in den Vordergrund gerückt. Aber ich selbst habe auch zum Beispiel schon in einem Teilbereich von Siemens solche kompetenzorientierten Entwicklungsmaßnahmen erlebt. Ich erlebe sie auch teilweise in innovativen Ausbildungsmodellen. Also es gibt so kleinere Pflänzlein, die sich so langsam entwickeln, aber leider Gottes versäumt solch eine Messe wie die Didakta, hier irgendwo mal ein bisschen auch die Richtung zu zeigen und deutlich zu machen, Lernen ist mehr als Lehren. Es geht ja eigentlich letztendlich um Lernen und Lernen ist mehr als Wissensvermittlung und Qualifikation, sondern geht deutlich darüber hinaus. Wer spricht hier denn zum Beispiel von der Frage, wie man Werte vermitteln kann, wie Mitarbeiter ihr eigenes Wertesystem im Unternehmen aufbauen können? Wir sehen zwar hier schöne Compliance-Lösungen, aber Compliance-Lösungen in dem Sinne, jeder Mitarbeiter muss das Programm bearbeiten, das wird dann automatisch gemessen, in eine EDV-Liste festgehalten und wenn da mal was passiert, kann man der Öffentlichkeit beweisen, dass jeder Mitarbeiter mit dem Compliance-Programm dann geschult wurde. Anstatt dass man diese Chance nutzt, um solch ein Compliance-Programm in ein Lernarrangement einzubinden, das dann
letztendlich zum Ziel hat, auch tatsächlich Compliance-verträgliches Handeln zu initiieren im Unternehmen. Davon höre ich nichts. Ich höre nur davon, wie toll und preisgünstig man diese Compliance-Wissensschulungen über das Unternehmen verteilen kann. Ja, also Sie sagen, wir bleiben bei so einer Stufe davor schon stehen. Dabei müssten wir Lernen eigentlich ganz anders verstehen. Und Lernen ist ja auch ein sehr individueller Vorgang bei den Einzelnen, sodass wir eigentlich die Einzelnen viel mehr bei ihrem Entwicklungsweg unterstützen müssen. Dem kann ich nur zustimmen. Herzlichen Dank, Herr Professor Sauter, für dieses kurze Statement. Okay.